Ah, komm schon, probieren wir es nochmal. Trevors Fähigkeit? Ah, okay. Und diese Fähigkeit kann man immer aktivieren, oder wie? Das ist natürlich sehr praktisch. Pam. Wo ist der nächste? Scheiße, Mann! Wie blöd ist das denn? Ich könnte jetzt natürlich überspringen, aber ich will es einfach, ich will es schaffen. Was hatten die eigentlich noch so an Waffen? Normale Waffen und eine Schrotflinte, okay. Die helfen uns ja wohl. Aber die sind hier überall. Das macht Spaß, Baby. Spaß. Jetzt hängt er wieder irgendwo fest. Alter. Da ist er ja. Alter, wo ist denn der? Der kann doch nicht einfach so angreifen. Ach, ich kann auch hindurchschießen. Wie geil ist das denn? Und dann stehen sie wieder eine Weile lang und kommen nicht raus. Da bist du ja, du Arschloch. Boah, wie der weggelaufen. Oh, war's zu langsam. Kehr zurück zum Laster. Ach, die verziehen sich jetzt. Geil, jetzt hat's wohl geklappt, ja. Wade, what are you still doing here? You said... I said go find a fucking ghost in Los Santos, alright? You looking for motivation? And get me some sticky bombs! Okay, der haut irgendwie ab. Ortega lives near here. Let's go see him.
It's one thing messing with tweaked out bikers, but the Aztecas? Man! The Aztecas? It's just a name. Is he Illuminati as well? Anunnaki? Not one of the lizard people? I got this Chinese contact you can meet at the inn. He'll buy all the meth we can cook. Our enterprise ain't just about meth. It's about guns, too. The Aztecas control the guns, so we're taking them out. Wieder komplett falsch gefahren, sorry. Eigentlich schon längst vorbei. Weil ich immer bei den Gesprächen das immer mitlese und dann sehe ich aber in der Map, dann verpasse ich immer die Kreuzungen. So, jetzt hier rein. Wow, okay. You're fucking nuts. Schieb den Wohnwagen in den Fluss. Alter, what the fuck? The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. The shot callers ain't gonna be happy. It's only out of professional respect. They're gonna greenlight you after this. He's looking at me. I'll go away, man, but my people. Think about it. I thought you was crazy, man, not stupid. I don't like the way he's looking at me. I always let you operate. I didn't have to. I think he gets it. The Aztecas is an international enterprise. You sure you want to do this? We was always cool. So he's looking at me. The shot callers ain't gonna be happy. Think about it. Ooh, that feels better. I guess he don't run nothing no more. Was wir? Er hat den jetzt einfach so erschossen. Quick. Alter, dieser Kerl ist echt brutal. Es ruckelt aber jetzt nur gerade jetzt so stark, weil wir ja jetzt in den Wäldern und so weiter sind. Und je mehr Texturen, desto mehr muss er natürlich auch berechnen. Calling me a bullshitter, friend? Clearly not. No way. You're a man of your word, as evidenced by said events. If I say, Alter, something is going to happen. It's going to. Maybe not today or tomorrow, but as soon as the moment is opportune. Understood. Yes, sir. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am. I'm not gonna raise my balding head on a beach in 10 years' time, saying all is well. Is this about the ghost? Michael fucking Donnelly, yes it is. Well, you told me about him, your old running buddy. And who was the other one? Brad was the other one. He's locked up in a federal penitentiary. When he finds out Michael survived that job. Yeah. What do you think happened? I knew what happened. I wouldn't be bemoaning these last 10 years I've spent in ignorance. Some say ignorance is bliss. For a man with an interest, some may say obsession, with the secret truth kept hidden behind historical events, that's a really weird thing to say. I was trying to console you. I don't need consolation. I need answers from that fat chump. Get out of the car, Ron. Time to think. Run! Das ist Travers Unterschlupf. Ach du Scheiße.
Nicht sein fucking Ernst. Oh mein Gott. Wie es bei ihm aussieht. Alter. Jep, das kann man sich bei ihm gut vorstellen. Alter, was? Bestanden, Mr. Phillips. Na, herzlichen Glückwunsch. Trevor Phillips heißt der, also. Ja, überall schon die ganzen Kakerlaken. Oh, run. Speak. You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. Also erst einmal will ich ja mal sein Haus hier, ja, sein Wohnwagen irgendwie begutachten. Hier haben wir einen Fernseher, der eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Sehr gut. Wir haben einen Ventilator, wir haben hier eine Kiste voller Bier. Und alles sieht, Alter, so beschissen hier aus. Und irgendwas von Ammunition, das ist hier sehr batze. Alter, oh. Alter, dieser Kerl ist einfach nur ein Fuck. Und hier ist sein Bett. Ich würde mir niemals freiwillig reinlegen. Niemals, nie im Leben. Und das ist also sein... Ja, sein Haus sozusagen. Ist ja ekelhaft. Naja, ich würde einfach mal sagen, in diesem Sinne, ich will heute eigentlich dann jetzt schon wieder beenden, ne? GTA ist ja jetzt dann eigentlich nicht mehr so spannend, weil ich es ja eigentlich schon kenne, aber ich habe mir gedacht, ich nehme es trotzdem auf, dann wenn schon, denn schon, bei der PC-Version. Und ja, dann werden wir mal schnell speichern. Wir haben also jetzt den Trevor kennengelernt und ja. Irgendwas für ganze Gans und so weiter ist mir doch scheißegal. Hier einfach nochmal schnell speichern. Hier einfach den Spielstand überschreiben, genau. Und damit würde ich einfach mal sagen, das war's dann. Und ich sag mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Tschüss.